Schönen guten Tag. Liebe Geschäftsleute und Business-Reiseinteressenten, nachdem ich nun eine Suite-Besichtigung durchgeführt hatte und die Genehmigung erhalten hatte dafür, gehe ich nun jetzt mal in das Zimmer, wo ich zurzeit Urlaub mache. Dies ist die 5. Etage und werde mal die Zimmernummer 1535 öffnen. Es ist auch ein sehr hübsches Doppelzimmer mit Pool und Meerblick, was ich gleich präsentiere. Moment bitte. Ich möchte erstmal darauf hinweisen, dass hier ein sehr ausgiebiges großes Bett vorhanden ist. Die gesamte Inneneinrichtung ebenfalls antik, elegant, ja, ausgefallen gewählt wurde. So werden die Zimmer immer jeden Tag hergerichtet. Ist doch auch hübsch, wie die Zierdecke nun so gefaltet ist. Das machen die Zimmerfrauen. Es ist natürlich auch Telefon vorhanden, jeweils zwei Nachttischlampen. Auf die schicken Gemälde möchte ich auch hinweisen. Sehr, sehr wichtig ist auch, dass genügend Platz im Kleiderschrank ist, den ich jetzt gleich präsentieren werde. Dieses auch sehr edle Holzlackierung mit Silber in der Mitte ausgestattet. Und wie man sieht, genügend Platz für die Kleidung. Hier auch nochmal ein Schrank. Es ist auch jeweils immer ein Safe vorhanden und genügend Fächer für gewisse diverse Kleidung noch einzuordnen. Natürlich kommen wir jetzt dann auch ins Bad. Wunderbar, das Licht funktioniert. Dies also das Badezimmer mit riesengroßem, schicken Spiegel und einer gemütlichen Badewanne. Alles marmoriert. Der Flurbereich ist ebenfalls mit einem sehr schicken großen Spiegel ausgestattet, wo man sich dann immer hübsch kleidungsmäßig zurecht machen kann. Ebenfalls auch das Wohnzimmer bzw. der Wohnbereich, hier auch ein sehr schicker Spiegel. Wenn man Interesse hat, kann man sich auch Kaffee machen oder verschiedene Arten von Tee, die ebenfalls jeden Tag ausgetauscht werden. Dies stellt auch ein kleiner antiker Schreibsekretär dar mit Schubfächern, wenn man eben auch mal diverse Post erledigen möchte oder Schreibarbeiten. Natürlich auch mit einem Fernseher ausgestattet. Dies sind nochmal Fächer, wo man etwas reinstellen kann. Und hier natürlich ganz wichtig, die Minibar, die jeden Tag aufgefüllt wird, auf den neuesten Stand gebracht wird. Nun gehe ich mal auf die Terrasse, weil dies ein wunderschöner, weitreichender Blick über den Poolbereich bis hin zu dem gegenüberliegenden Hotel. Den Namen des Hotels werde ich noch rausfinden. Und
bis hin zum Meer führt. Hier kann man auch Platz nehmen. Ein hübscher kleiner Balkon. Kann man genüsslich auch abends leckere Getränke einnehmen. Und hier, ist das nicht fantastisch? Dies ist das gegenüberliegende Hotel mit seinem gesamten Bereich. Grünanlagen, Restaurants, Boutiquen, verschiedene Poolanlagen bis hin zum weitläufigen Strand. All dies lädt ja förmlich ein zum Relaxen und abends natürlich ausgehen. Sehr beachtenswert sind diese Türmchen an dem gegenüberliegenden Hotel mit Goldkuppel. Ich werde nun wieder in den Wohnbereich reingehen, die Terrassentür schließen. Jetzt ist die Terrassentür wieder zu. Ja, und meine Führung ist nun beendet. Werde dann diese Tage im Koffer auch noch etwas mehr auspacken. Ja, und hoffe, dass es noch angenehme Urlaubstage werden. Ich bleibe hier bis zum 28.09. und dann führt mein Weg mich leider wieder nach Germany zurück. Denn wenn man einmal hier ist, möchte man wahrscheinlich nicht mehr so schnell weg. Okay, also, ciao.